diese Musik für mich, das ist, hat eine frische, es hat eine Lahn, es hat eine sympathische Art zuzuhören, wie wir vielleicht Italien so erfahren und wieso so viele Leute so gerne nach Italien in den Ferien fahren. Typisch für italienische Rock, dieser groovige, fast rockmäßige, pulsierende Rhythmus. Diese melodische Ausdruckskraft, die Schönheit der Melodie, die Eleganz in der Musik. Plötzlich eine Ballszene. Irgendwas, ein schönes Leben, ein schönes, heiles Leben. Ein italienisches Programm hier hat einen gewissen Flair, hat eine gewisse Farbe. Und dies hoffen wir heute Abend zum Publikum rübertragen zu dürfen. Für mich sicherlich typisch ist der Genre, der italienische Barock. Dieses Beschwingte, das erfährt man in Falconieri, aber auch in Vivaldi, in dieser kleinen Concerto Grosso. Dieses Beschwingte und das sehr typisch für italienische Barock, dieser groovige, fast rockmäßige, pulsierende Rhythmus, den man so erfährt. Und eben für mich, die italienische Musik, das geht sehr über die Emotionen, über die Freude. Beim Falconieri ist dieser rhythmische Bass, der Schokaner Bass, es ist eigentlich immer der gleiche Rhythmus, der sich wiederholt und dieses Tent, dieser fundamentale Rhythmus darstellt. Das ist das, was den Groove gibt. Und obendrauf die zwei Geigen, sie tanzen oben drüber, sie spielen mal mit dem Rhythmus, sie spielen mal gegen den Rhythmus, sie spielen auch gegeneinander. Und es ist dieser Tanz zwischen diesen drei Stimmen, was das so faszinierend und unglaublich funkelnd macht. Ja. Für mich ein ganz tolles Stück. Vivaldi war ein Komponist mit einer Nase, einem Geruchssinn für Hits. Und er hat sie immer wieder produziert. Und hier in dieser Concerto Grosso alla Rustica ist es wirklich da. Man spürt das sofort im ersten Satz. Wieder mal ein Groove, ein Dreier-Groove. Und das tanzt und das böppelt einfach dahin. Und es lädt ein eigentlich zum Tanzen. Man hört in diesem Konzert tatsächlich deutlich, wie er die Oboe fast, also quasi als eine Gesangpartie übernimmt.
und dass die Orchesterbegleitung reduziert wird, um diesen Gesang hervorzuheben. Das war im Prinzip das, was den Belcanto-Stil auszeichnet. Und da war Bellini natürlich eine große Figur. Er war ein Repräsentant von diesem Stil, der auch dann einen starken Einfluss hatte auf späteren Komponisten, die Oper komponiert haben, wie Verdi oder wie Wagner, die dann die Oper weiterentwickelt haben. Ne? Aber ja, meiner Meinung nach, man kann das schon deutlich hören, diese großen, langen Kantilenen bei der Gesangpartie, was die Oboe übernimmt. Eben das Bel Canto, das kommt aus dem Barock und das hat sich irgendwie durchgezogen bis Wolf Ferrari, der auch einen wunderschönen langsamen Satz geschrieben hat. War auch Opernkomponist. Er hat Opera Buffa, also das komische Oper, hat er eigentlich geschrieben. Und ich finde, man hört das auch in seinem Werk. Das ist so lustig. Er spielt sehr mit Dynamik und mit Tempoverschiebungen. Man ist ja in einem Dreiertakt, aber man meint, es ist in zwei. Plötzlich große Dynamikwechsel. Das Schöne an diesem Konzert für mich ist, dass Albinoni zeigt seine Fähigkeit, die Virtuosität der Oboe zu betonen, aber auch gleichzeitig diese hinreißende, schöne Melodien zu schreiben. Gerade im zweiten Satz trägt die Oboe eine träumerische Melodie, während das Orchester eine sehr sanfte und harmonische Begleitung spielt. Da schafft er irgendwie eine emotionale Tiefe, was ich denke, was dem Zuhörer einlädt, in diese gefühlvolle Seite der Musik einzutauchen. Und das ist wirklich besonders. Und dann im dritten Satz, der dritte Satz ist so energetisch und kraftvoll und tänzerisch, was zu einem beeindruckenden Abschluss kommt. Und für mich sind diese Kontrasten das, was diese Musik
äußerst schön macht. Wir spielen ein Concerto Grosso von Manfredini. Der war eigentlich einer der Miterfinder vom Concerto Grosso, diese Gattung. Er hat sehr viele geschrieben. Diese Miteinander, eigentlich gibt es so ein kleiner Solo-Part, aber eigentlich das Orchester musiziert zusammen. Manchmal sind es zwei Geigen. Also Vivaldi zusammen mit Manfredini, die haben diese Gattung eigentlich sehr wie nach vorne gebracht und auch in die Welt gebracht. Die Entstehungszeit von diesem Konzert ist nicht genau bekannt. Es wird aber angenommen, dass das Konzert um den Anfang des 18. Jahrhunderts geschrieben wurde. Lange war man sogar nicht sicher, ob das Konzert von ihm oder von seinem Bruder Benedetto Marcello geschrieben wurde. Aber auf jeden Fall ist dieses Konzert ein Archetypus des Oboenkonzerts, weil es das erste Solokonzert für dieses Instrument geschrieben wurde. Bis daher gab es nur Konzerte für Streicherinstrumente oder Concerto Grosso. Es war wirklich das erste Oboenkonzert überhaupt. Die Popularität dieses Marcello-Konzerts verdankt tatsächlich Johann Sebastian Bach. Er hat sich Anfang des 18. Jahrhunderts mit Konzerten von Vivaldi auseinandergesetzt und sie für Cembalo bearbeitet. Und darunter war dieses Konzert. Man ist nicht sicher, ob Bach wusste, dass dieses Konzert von Marcello war oder von Vivaldi. Zum Beispiel für den zweiten Satz hat er alle diese Verzierungen der Melodie komponiert, die so schön sind, dass fast alle Oboisten und Oboistinnen bisher noch diese Verzierungen spielen. Ich spiele sogar auch zum Teil diese Verzierungen, nicht alle, aber zum Teil, weil sie sind einfach wunderschön. Der ganze Ursprung des Geigenspiels und auch das Werden der Geige, also von dem, was es vorher war, also die Erfindung der Geige, sag mal, geht irgendwo auf Italien zurück. Italien hat sehr viel Tradition an Geigenkultur einfach und Cremona natürlich insbesondere. Wenn Sie nach Cremona gehen, es vergeht keine 20 Meter, wo Sie irgendein Laboratorio für Lutheria sehen, also ein Geigenmacher, der irgendwie seine Sachen da macht und ist mittlerweile auch, glaube ich, der weltmeiste Umsatz an Geigen wird in Cremona gemacht, also neuen Instrumenten und auch alten Instrumenten.
Ich glaube, das typische italienische Geigenklang ist einer, wo man sagen kann, ja, es hat so einen Schmelz im Ton. Es zieht einem an, ans Herzen ran und ja, es hat dieser Kern im Klang, was einem so anzieht. Es hat sicherlich auch damit zu tun, ich finde, mit dem Hang von den Italienern zur Ästhetik und zur Schönheit, das heißt auch Schönheit im Klang. Für mich ist das eine Reise durch Italien und durch die Musikgeschichte von Italien, obwohl es ja nur ein Sandkorn ist. Also das spannt über 300 Jahre Musik.